Der Konvoi gepanzerter Wagen des ehemaligen libanesischen Premierministers Rafik Hariri fährt durch Beirut. Als er an diesem 14. Februar 2005 das libanesische Parlamentsgebäude betritt, weiß Hariri noch nicht, dass er nur noch wenige Stunden zu leben hat. Dies sind die letzten Filmaufnahmen von ihm. Rafik Hariri, der erfolgreiche Unternehmer und Selfmade-Milliardär, wird 1992 zum ersten Mal Premierminister des Libanon. Sein Ziel: Wiederaufbau des vom Bürgerkrieg zerstörten Landes. Im Oktober 2004 legt er aus Protest gegen die politische Einflussnahme des Nachbarlandes Syrien sein Amt nieder. Nur 4 Monate später kommt er bei einem Bombenattentat auf seinen Fahrzeugkonvoi ums Leben. Die Internationale Kommission zur Untersuchung der Umstände von Rafik Hariris Ermordung bestätigt die Verwicklung von hochrangigen Mitarbeitern des libanesischen Geheimdienstes in den Fall. 6 Monate nach der Explosion werden die 4 mächtigsten Generäle des Geheimdienstes und der libanesischen Armee inhaftiert. Rückblick: 1998 wird der Christ und ehemalige Oberbefehlshaber der Armee Emil Lahoud mit Hilfe Syriens Präsident des Libanon. Zwischen dem Verbündeten Syriens und Hariri sind Spannungen vorprogrammiert. Das ging nicht gut. Bei jedem ihrer Treffen konnte ich deutlich erkennen, wie unvereinbar die beiden waren. Sie standen für vollkommen unterschiedliche Ideen. Lahoud vertrat und profitierte von dem Plan, den Libanon in einen Klon Syriens zu verwandeln, während Hariri für eine pluralistische Regierung eintrat. Für ein Regime, das für offene Märkte, demokratische Tendenzen und religiöse Vielfalt stehen sollte, statt zentralistisch, dominant und autoritär zu sein. Im November 2002 beruft Jacques Chirac eine internationale Konferenz in Paris ein, die nach Lösungen für die Krise im Libanon suchen soll. Chacun connaît la situation du Liban et la situation de la région. Le Liban, 15 ans de guerre. Pas de réelle solidarité internationale au lendemain de cette guerre. Gigantesque effort pour reconstruire le Liban. Im Gegenzug zur internationalen Unterstützung verspricht Rafik Hariri, Reformen durchzusetzen, die die Staatsverschuldung von 35 Milliarden Dollar verringern sollen. Doch jede seiner Maßnahmen wird von den prosyrischen Ministern verhindert. Ihr Hauptziel bestand darin, seine wirtschaftlichen Anliegen zu verhindern. Es war nicht neu für uns, dass sie ihn hassten. In den Sitzungen sahen wir uns einem Anti-Hariri-Block gegenüber, der von Lahoud angeführt wurde. Bevor sie ihn umbrachten, töteten sie ihn politisch und wirtschaftlich. Hariri steht rund um die Uhr unter syrischer Beobachtung. Ich erinnere mich da an eine Sache, wenn wir zu Verhandlungen nach Damaskus flogen. Gab es im Flugzeug immer eine Anzeige, auf der man sah, wann wir welche Höhe erreicht hatten. Er sagte dann zu mir: "So, Marwan, wir haben 37.000 Fuß erreicht, jetzt können wir reden." Nur hier kann sich Rafik Hariri endlich ungestört auf den Wahlkampf für die Wahlen im Frühjahr 2005 vorbereiten. Im Sommer 2004 hofft Hariri, mit dem Amtsende Lahouds würde sein Albtraum nun bald zu Ende gehen. Doch Syrien hat andere Pläne. Damaskus verlangt sogar eine Änderung des libanesischen Grundgesetzes. Diese soll eine Verlängerung von Lahouds Amtszeit möglich machen. Als Rafik Hariri sich dagegen ausspricht, wird er sofort nach Damaskus zitiert. 26. August 2004. Ein Schlüsselereignis, das später von der Internationalen Untersuchungskommission zur Ermordung Hariris genauer geprüft wird. Bashar al-Assad empfängt Rafik Hariri für 10 Minuten im Präsidentenpalast. Danach kehrt ein bestürzter Premierminister nach Beirut zurück.
Als er von dem Treffen zurückkam, rief er uns zu sich und berichtete, dass Bashar al-Assad ihm gedroht habe. Er war bleich, wütend und am Boden zerstört. Bashar al-Assad hatte Hariri ganz klar gesagt, entweder du stimmst für Lahoud oder ich werde den Libanon zerstören. Bashar drohte meinem Vater und sagte, wenn du, Chirac oder Jumblatt denkt, ihr könnt euch einen anderen Staatspräsidenten suchen, dann täuscht ihr euch. Das ist eine von vielen falschen Behauptungen. Es ist nicht meine Art, Leute zu bedrohen. Ich bin ein ruhiger und ehrlicher Mensch. Ich drohe nicht. El-Assad bestreitet die Schärfe des Gesprächs, aber es gibt einen Zeugen. Nach dem Treffen mit Hariri ruft Bashar al-Assad seinen damaligen Vizepräsidenten zu sich. Als ich sein Büro betrat, sah ich, wie irritiert er war. Also fragte ich ihn, was passiert sei. Bashar sagte, Hariri war hier. Ich hatte ihn um 7:30 heute Morgen herbestellt und ich habe ihm gesagt, dass nicht er einen neuen Präsidenten auswählen kann, sondern dass ich diese Entscheidung treffe. Ich werde jeden vernichten, der meine Wahl nicht respektiert. Schweren Herzens findet sich Hariri mit weiteren 3 Jahren an der Seite seines Erzfeindes Lahoud ab. Doch diesmal reagiert die internationale Gemeinschaft. Es war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Es machte allzu deutlich, dass es im Libanon nicht normal und demokratisch zuging. Die syrische Kontrolle war zu offensichtlich. Die Idee für eine UN-Resolution wurde geboren. Syrien sollte von der Internationalen Völkerrechtsorganisation angewiesen werden, nicht zu weit zu gehen und dem libanesischen Volk seine Freiheit zurückzugeben. Am 2. September 2004 wird die von Frankreich und den USA angeregte Resolution 1559 vom Sicherheitsrat abgesegnet. Der Forderung an Syrien, seine Einflussnahme im Libanon zu unterlassen, wird damit viel mehr Nachdruck verliehen. Wir werden dieses Verhalten nicht mehr tolerieren. Die Syrer wurden von einer Art Fatalismus ergriffen. Sogar heute noch sagen sie, egal was wir tun, die Resolution 1559 wurde schon geschrieben. Es wurde entschieden, uns zu isolieren, zu bestrafen und zu sanktionieren. Wenn wir Lahouds Amtszeit nicht verlängert hätten, hätten sie etwas anderes gefunden. Bashar al-Assad erfand auf diese Weise seine eigene moralische Deutung. Die Reaktion auf die UN-Resolution lässt nicht lange auf sich warten. Am 1. Oktober 2004 entkommt Minister Marwan Hamadeh, der als Gegner der syrischen Herrschaft gilt, nur knapp einen Bombenanschlag auf seinen Wagen. Die Tatsache, dass ich ein einfaches, ungepanzertes Auto hatte, hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet. Die Tür meines Wagens öffnete sich, während ich in einem gepanzerten Modell wohl eingesperrt gewesen wäre, wie in einem fahrenden Sarg. Meine erste Reaktion war, ich bin ihnen entkommen, ich habe sie geschlagen. In dem Moment fühlte ich eine Art Triumph demjenigen gegenüber, der diese Grausamkeit gegen mich geplant und befohlen hatte. Ich sage, dieser Serienmörder heißt Bashar al-Assad. Sie wussten, dass er es war? Ich weiß es, weil er viele andere getötet hat. So funktioniert sein Regime. Sie greifen ihre Gegner an. Das ist ihr Stil. Alles deutet auf sie. Und es werden immer mehr belastende Beweise gefunden. Rafik Hariri besucht Marwan Hamadeh jeden Tag. Die schweren Verletzungen seines Freundes zu sehen, macht ihn noch wütender. Es war offensichtlich, dass sie mit dem Anschlag auf mich, der ja nur der erste in einer ganzen Serie sein sollte, eine Nachricht an meine Freunde, Premierminister Hariri und seinen Verbündeten Walid Jumblatt, den Vorsitzenden der Sozialistischen Partei, senden wollten. Haltet den Mund, ordnet euch unter. Syrien wird bleiben, Lahoud wird bleiben und ihr geht nach Hause. Aber sie kamen damit nicht durch. Jedem ist klar, dass die Sicherheit Hariris mehr denn je gefährdet ist. Doch anstatt die Sicherheitsvorkehrungen zu verstärken, reduzieren die libanesischen Autoritäten die Polizeischutzeinheit von 40 auf 8 Männer. Der Premierminister muss sich nun auf seine eigenen Bodyguards verlassen.
Rafik Hariri beschließt zurückzutreten, um sich ganz dem Wahlkampf für die in einigen Monaten stattfindenden Wahlen widmen zu können. Denn er weiß, dort könnte er siegen. Der Schutz aus Arabien und seine Freundschaft mit Chirac und den Amerikanern gaben ihm ein Gefühl von Sicherheit, zumindest relativer Sicherheit. Drei Tage vor seiner Ermordung kam der US-Abgesandte in Damaskus, Tershrud Larsen, nach Beirut. Er hatte den Maronitenführer getroffen und kam danach extra zu Hariri, um ihn zu warnen. Er sagte, sei vorsichtig, sie wollen deinen Tod. Es stimmt, dass ich wegen Rafik Hariris Sicherheit sehr besorgt war. Einige Tage vor seiner Ermordung traf ich ihn zum Abendessen. Und dies war einer der Punkte, die wir besprochen haben. Präsident Chirac hatte Hariri angerufen, um ihn zu warnen. Er sagte, ein Anschlag wird geplant, entweder gegen dich oder unseren Botschafter in Beirut. Du musst den Libanon sofort verlassen. Weder Frankreich noch die USA oder die Vereinten Nationen sind in der Lage, die dramatischen Ereignisse des 14. Februars 2005 zu verhindern. Die internationale Gemeinschaft ist tief bestürzt. Wer wagt so etwas? Die UN verlangen nach einer internationalen Untersuchung und so wird eine Ermittlungskommission unter der Führung von Peter Fitzgerald nach Beirut entsandt. Es ist interessant, dass der Anschlag in der Begründung für die Ermittlungen als terroristischer Akt bezeichnet wurde. Die Ermordung Hariris motiviert nun zum Teil den internationalen Kampf gegen den Terrorismus. Die ersten Ergebnisse der Mission sind beunruhigend. Der Tatort war weder ausreichend gesichert noch erhalten worden. Wichtige Hinweise wurden entfernt oder zerstört. Sie wollten jede Spur und jeden Hinweis auf den Mord vernichten. Es gab keine ausreichende Beweisaufnahme am Tatort oder irgendeine wissenschaftlich geartete Form der Ermittlung, um herauszufinden, ob es sich um ein Selbstmordattentat, eine Autobombe mit einem Fahrer, eine Fernzündung oder um eine unterirdische Explosion gehandelt hatte. Sie hatten nichts unternommen, als den Tatort gründlich aufzuräumen und so von allen Spuren zu befreien. Der Bericht der Vereinten Nationen besagt klar, dass die sechs Fahrzeuge von Hariris Konvoi und ein BMW am 14. Februar kurz vor Mitternacht vom Ort der Explosion entfernt wurden. Schlimmer noch. Die Stelle wurde weiter verändert, indem ein Mitglied der libanesischen Sicherheitskräfte kurz nach der Explosion die Ladung eines Lastwagens in den Bombenkrater schüttete. Die Untersuchungen sind eine Farce. Es sind Ermittlungen, deren Ergebnis von allen erraten werden kann oder sogar schon verkündet wurde. Trotzdem ermittelt man immer weiter. Immer mehr Hinweise tauchen auf. Ein Band wird dem Sender Al Jazeera zugespielt, auf dem ein Palästinenser namens Abu Adas behauptet, für den Anschlag verantwortlich zu sein. Doch sein eigener Bruder widerspricht öffentlich dieser Version. Ob es nun eine unterirdische Bombe, eine Autobombe oder eine Fernzündung war, es ist egal. Für uns ist klar, dass Ahmed nichts mit der Sache zu tun hatte. Das Ausmaß der Explosion, die Rafik Hariri tötete, macht es unmöglich, DNA-Spuren zu sichern. Also wie kann man heute behaupten, dass Ahmed dort gewesen ist? Ein weiterer Hinweis befindet sich auf dem Band einer Überwachungskamera der britischen HSBC Bank, deren Filiale direkt am Ort des Anschlages liegt. Darauf sieht man unmittelbar vor dem Wagenkonvoi einen weißen Mitsubishi-Kleintransporter fahren. Detlef Melis hat das Amt des Hauptermittlers von Peter Fitzgerald übernommen.
Die internationalen Experten haben bestätigt, dass sich der Sprengstoff wahrscheinlich auf einem weißen Mitsubishi Kleintransporter, Baujahr 1995, befand. Dies ist er höchstwahrscheinlich, wie er am Tag des Verbrechens aussah. Mewis findet außerdem Telefonlisten, auf denen alle Telefonate verzeichnet sind, die kurz vor der Explosion am 14. Februar entlang Hariris Fahrtstrecke getätigt wurden. Anhand der Telefonnummern waren wir in der Lage festzustellen, wer Hariri beschattete und wer an dem Tag der Ermordung Interferenzen verursachte. Es sollte sich herausstellen, dass viele der Leute, die im Zusammenhang mit dieser Operation standen, in Verbindung mit Damaskus und dem syrischen Geheimdienst gebracht werden können. Sie versuchen, eine große Zahl juristisch verwertbarer Beweise zu sammeln. Aber auf politischer Ebene haben die Menschen den Eindruck, schon Bescheid zu wissen. Ist es möglich, dass so ein Verbrechen von syrischen Amtsträgern begangen werden kann, ohne dass sie davon erfahren? Das glaube ich kaum. Wenn doch, dann wäre das Hochverrat. Es ist, als würde man sagen, man hätte Wasser auf dem Mars gefunden, um dann mit einem Benzinkanister zurückzukehren. Es ist unmöglich. Wir sprechen hier über einen Mordanschlag mit 1000 Kilo Sprengstoff. Wie hätte Rustom Ghazaleh den beschaffen können? Aus Armeebeständen. Aber hätte er ihn erhalten, ohne den Kommandanten des Stützpunktes zu fragen? Und hätte dieser es genehmigen können, ohne seinen Vorgesetzten, den Präsidenten des Landes, zu informieren? Der Präsident hat die Entscheidungsgewalt. Bashar al-Assad hat seine Drohung wahrgemacht und Rafik Hariri getötet. Es ist entgegen aller meiner Prinzipien. Ich würde so etwas nie im Leben machen. Die Ermittlungen dauern an, aber bis jetzt sieht es so aus, als hätte der Syrer ein fast perfektes Verbrechen begangen. Jeder hatte seine Aufgabe. Es ist offensichtlich, dass alle beteiligt waren. Rustom Ghazaleh, der Chef des syrischen Geheimdienstes im Libanon, hätte diesen Angriff nicht ohne die Hilfe des libanesischen Geheimdienstes ausführen können. Die Vereinten Nationen geben der syrischen Regierung die Schuld an der angespannten politischen Situation im Libanon. Schließlich stimmt der UN-Sicherheitsrat über eine erneute Resolution ab, die von Damaskus verlangt, seine Truppen aus dem Libanon abzuziehen. Dies bedeutet den sofortigen und vollständigen Abzug der syrischen Truppen aus dem Libanon. Jeden Tag gibt es neue, immer größere Demonstrationen in Beirut. Der Druck auf Bashar al-Assad wächst. Er muss nicht nur die aufgebrachten Demonstranten, sondern auch die Regierungen der großen westlichen Länder besänftigen. Denn die drohen Syrien mit einem Wirtschaftsembargo. Im April 2005, zwei Monate nach der Ermordung Rafik Hariris, werden die 30.000 syrischen Soldaten nach 30 Jahren Besatzung aus dem Libanon abgezogen. Es ist immer noch gefährlich, Syrien oder seine Regierung zu kritisieren. Viele, die es wagen, müssen das mit ihrem Leben bezahlen. Samir Kassir, ein Journalist der libanesischen Tageszeitung An-Nahar und einer der führenden Köpfe während der antisyrischen Demonstrationen, stirbt in seinem mit einer Sprengfalle versehenen Auto. Die für ihre offene Meinungsäußerung bekannte libanesische Fernsehjournalistin May Chidiak wird bei einem ähnlichen Anschlag schwer verletzt. Wie durch ein Wunder überlebt sie den Bombenanschlag auf ihr Auto, verliert jedoch ein Bein und einen Unterarm. Ihre medizinische Behandlung in Frankreich dauert ein Jahr. Das vierte Opfer aus den Reihen der An-Nahar-Redaktion ist Gebran Tueni. Der Herausgeber der Tageszeitung stirbt durch eine Autobombe.
Und er ist nicht das letzte Opfer. Seit der Ermordung Hariris versuchen die Mörder und ihre Hintermänner, das Land von Oppositionellen aus Medien und Politik zu befreien. Auch Industrieminister Pierre Gemayel wird getötet. Nur wenige Stunden nach der Ermordung Gemayels wird im UN-Sicherheitsrat beschlossen, ein internationales Tribunal zur Ermittlung und Verurteilung der Mörder von Rafik Hariri einzuberufen. Je me dis quand même, se perdre soi-même, perdre son meilleur ami. Ich sage mir oft selber, dass es zwar wahrhaftig nicht leicht ist, wenn man seinen besten Freund oder seinen Neffen verliert oder andere Freunde verletzt werden oder wenn man wie Mr. Jumblatt in sein Haus verbannt wird. Aber der Effekt, den all dies auf einen Menschen hat, ist genau das Gegenteil von dem, was die Mörder erreichen wollen. Man ist entschlossener denn je, die Syrer zu Fall zu bringen. Ça vous montre quand même, Sie sehen darin, wie furchtbar unsere Situation hier ist. Absolument abominable. Aber wir müssen Widerstand leisten. Wir müssen siegen. Jeder hat seine Ansicht darüber, wie und warum die Dinge geschahen. Aber wird das Tribunal in der Lage sein, diese Fragen abschließend zu klären? Das werden wir erst in den kommenden Jahren erfahren. Doch die politischen Auswirkungen des Tribunals sind schon jetzt spürbar. Deshalb ist dieser Prozess so wichtig. Das Endergebnis ist wichtig für die betroffenen Familien, die Freunde und für diejenigen, die sich nach Rache sehnen. Aber der Prozess sorgt dafür, dass man nicht länger ungestraft international angesehene Menschen wie Rafik Hariri umbringen kann. Wahrscheinlich ist dies der Moment, in dem Jacques Chirac die Idee hat, ein internationales Tribunal ins Leben zu rufen. Je suis venu aujourd'hui à Beyrouth pour rendre hommage à un homme qui était mon ami et qui était également un grand démocrate, un homme d'État, un homme de paix. Hariris Familie lehnt ein offizielles Begräbnis ab. Dem libanesischen Präsidenten wird die Teilnahme sogar ausdrücklich untersagt. Die beiden Männer hatten sich nie gemocht. Die Beerdigung sollte eine Trauerfeier des Volkes werden. Mehrere hunderttausend Bürger folgen seinem Sarg. Der Schock über diesen Tod, so vorhersehbar er auch gewesen sein mag, stand allen ins Gesicht geschrieben. In Libanon wollen alle die Wahrheit erfahren. Doch wann wird sie ans Tageslicht kommen? Schon drei westliche Juristen haben die UN-Kommission angeführt, doch es wird noch lange dauern, bis man endlich weiß, was wirklich geschah. Diese Bilder stammen vom Frühling 2005. Die Ermordung Rafik Hariris hat zum Abzug der Besatzungstruppen geführt und sie hat noch mehr bewirkt. Der Volksaufstand vom 14. März hat den Menschen im Libanon gezeigt, dass sie, trotz aller Differenzen zwischen den vielen verschiedenen Volksgruppen, in Frieden zusammenleben können.
Ein vereintes Land kann es wagen, sein Schicksal selbst zu bestimmen.